Störche im Gewerbegebiet. Auf einem Grundstück an der Goldenstädter Bahnhofstraße hat sich zum ersten Mal ein Storchenpaar niedergelassen. Die Tiere haben ihr Liebesnest auf einem rund 10 Meter hohen, ausrangierten Elektromast bezogen, der in einem weitläufigen Obstgarten steht. Dessen Besitzer Georg Kohls und Schüler Luca Feldhaus, der vor 5 Jahren die Idee hatte, den Horst zu bauen, freuen sich über die neuen Bewohner. Und die sind längst nicht mehr zu zweit. 4 Küken sind mittlerweile geschlüpft und halten die Eltern auf Trab. Auch bei einer Ente, die einen Brutplatz auf einem alten Weinfass am Gartenteich bezogen hat, steht Nachwuchs an.